Ich bin mit großer Sicherheit kein eingebildeter Mensch oder irgendwie sonst was. Und deshalb finde ich es einfach schade, wenn Leute sowas schreiben. Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Krankcrafter und heute gibt es mal wieder eine Runde Ender Games. Ihr seht ja hier, dass ich auf dem Gomma HD Server in der Lobby bin. In 30 Sekunden geht's los. Ist ganz gut, dass ich mal ein bisschen mehr Zeit habe vor dem Intro. Und zwar habe ich nämlich einen Kommentar erhalten jetzt, gestern unter meinem Video. Und ich habe einen Kommentar erhalten gestern unter meinem Video hier nicht vom Thema abkommen. Und da hatte ich ja Beast Mode gespielt und ich weiß nicht, wie derjenige darauf gekommen ist an der Stelle. Und falls jetzt irgendjemand findet, dass derjenige damit nicht recht hat oder so, dann müsst ihr auf keinen Fall jetzt sagen, hey, was bist denn du für einer? Warum schreibst du so einen Kommentar? Und es ist doch gar nicht so. Auf jeden Fall hat er geschrieben, Hi Max, es ist echt enttäuschend, dass du in letzter Zeit so arrogant und eingebildet bist. Ich habe das Gefühl, dass dir YouTube und das, was du dadurch verdienst, zu Kopf steigt. Letztens hattest du einen Freund von mir in deinem Video Hurensohn genannt, aber das ist nicht allein der Grund für diesen Kommentar. Du lobst dich selbst zu viel, was arrogant rüberkommt und mir fast die Lust nimmt, deine Videos weiterzusehen. Wenn du dich verbessern könntest, wäre das nett. So, also erstmal danke für deinen Kommentar. Das klingt jetzt vielleicht so für einige von euch, als würde er mich damit irgendwie verletzen oder so, aber ich muss wirklich sagen, er hat das relativ sachlich formuliert dafür, dass er fand, dass ich einen Freund von ihm halt beleidigt habe und so. Dazu komme ich später noch, zu dieser Beleidigung, wie er es genannt hat. Auf jeden Fall möchte ich am Anfang mal sagen, ich bin auf keinen Fall jetzt irgendwie arrogant oder eingebildet oder sonst was, weil ich YouTube mache oder weil ich mit YouTube was verdiene. Das hat er ja so gesagt. Also, später hat noch jemand einen Kommentar geschrieben, da werde ich auch mal drauf eingehen, denn das fand ich dann schon ein bisschen weniger cool. Bei ihm werde ich auch nicht den Namen sagen. Der Kommentar gerade eben kam von Cheeseburger. Und ja, der andere hat dann noch was anderes geschrieben. Aber er sagt, er hätte den Eindruck, dass ich arrogant werde. Und weil ich mich halt oft selbst loben würde und ja, dass ich halt. Das halt den Eindruck erweckt, dass ich mich für einen sehr guten Spieler halte und sowas. Und das Ganze, dass das nicht sympathisch rüberkommt. Ich habe ja schon öfters solche Kommentare erhalten und da hatte ich schon mal so einen kleinen Erklärungsversuch gestartet. Ich muss hier mal den anderen Typen hier töten. Oh, fuck, der ist Delfin, okay, der ist weg. Gut, da hatte ich ja schon mal so einen kleinen Erklärungsversuch gestartet. Ups. Na, ja, jetzt kommt wieder aus dem Wasser kommen hier, ne? Unmöglich. Okay, komm schon. Och Mann. Okay, wir gehen einfach an in die nächste Runde. Da kann ich jetzt in der Zeit, wo wir am Warten sind, ein bisschen weiter erzählen. Es soll auch mehr darum gehen, dass ich um das, was ich erzählen möchte. Ich habe mich jetzt mal umbenannt. Ich möchte nämlich nicht direkt umgebracht werden. Und ja, deshalb. So, also, ich roll's nochmal von vorne auf. Beim Spielen ist es wirklich ein bisschen schwer zu reden. Also, er denkt, er findet oder er hat den Eindruck, dass ich arrogant bin durch YouTube und so. Also, ist auf jeden Fall, so, finde ich, nicht so. Also, ich habe nicht den Eindruck dazu gewonnen, dass ich finde nicht, dass ich jetzt irgendwas Besseres bin oder so, weil ich YouTube mache. Sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Sehe mich nicht als jemand, der über euch steht, euch Zuschauern, sondern eher wie ja jemand, der auf euch angewiesen ist, weil ihr seid ja meine Zuschauer und ohne euch macht mir das Ganze keinen Spaß und deshalb würde ich nie jemanden vollen Ernstes beleidigen, so als Hurensohn oder sowas. In dem Fall, den er gemeint hat, also so könnte ich es mir erklären, war es bestimmt so, dass er mich irgendwie umgebracht hat im Spiel und ich gesagt habe, ey, dieser Hurensohn und so. Sowas mache ich genauso mit meinen Freunden. Also es ist wirklich so, wenn ich mit meinem Bruder oder so, was weiß ich, COD oder sowas spiele und wir halt irgendwie ja One-on-One machen oder so und er mich dann fertig macht, sage ich, komm, ey, du Hurensohn, fick dich, bla bla. Aber sowas meine ich niemals ernst, wirklich. Ich würde niemals bewusst zu einem meiner Zuschauer oder überhaupt zu einem Menschen, den ich gar nicht kenne, Hurensohn sagen, weil ich kenne weder ihn noch seine Mutter. Und persönlich beleidigen würde ich denjenigen niemals wollen. Wenn, dann kritisiere ich auf diese Weise seinen Spielstil und möchte aber auf keinen Fall irgendwie ja ernsthaft beleidigen oder sowas. Und deshalb ist das. Ja, ist das echt schade, dass er jetzt den Eindruck gewonnen hat, dass ich so, ja, so abgehoben bin und sowas und sogar kurz davor steht, sich zu entscheiden, dass er vielleicht meine Videos gar nicht mehr schaut.
Also, deshalb möchte ich das jetzt, wie gesagt, erklären. Also, ich möchte auf keinen Fall meine Zuschauer beleidigen oder andere Menschen hier auf YouTube, weil ich muss ja auch in gewisser Weise ein Vorbild sein. Ich zähle jetzt vielleicht eher so zu den YouTubern, die nicht so krass auf ihre Wortwahl achten oder sowas, die jetzt kein einziges böses Wort in den Mund nehmen bei der Aufnahme. Fällt auch gar nicht auf, guck mal hier im Chat. Big Boy 114 bei Tab oben links ist der einzige, der grün ist. Könnte es nicht sein, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, dieses Hurensohn war niemals so gemeint, wie er es jetzt verstanden hat. Also darauf könnte ich schwören, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, ja, von welcher Situation er spricht. Und also das kann ich eigentlich echt versichern, dass ich das nicht so sagen würde zu einem meiner Abonnenten, weil meine Abonnenten sind mir wirklich schon sehr, sehr wichtig, weil ich auch wirklich weiß, weil ich auch wirklich zu schätzen weiß, jetzt backt es hier gerade, zu schätzen weiß, dass ihr euch entscheidet, meine Videos zu schauen, das ist wirklich auch cool und so. Und deshalb muss ich heute mal dieses bisschen ernstere Video machen. Und jetzt guckst du hier an, jetzt habe ich 3 Crafting Tables. Ach, jetzt hat... manchmal denken wir so, Gomme trollt uns alle mit seinem Server. Alles klar, ich will lieber ein bisschen defensiver kämpfen, weil ich keine Lust habe, direkt zu sterben. So, was hat er noch gesagt? Ich lobe mich zu oft, zu viel. Das habe ich echt oft gehört oder gelesen, so einen Kommentar. Dass Leute finden, dass ich mich zu oft lobe. Das habe ich ja schon mal in einem Video angesprochen. Wie ich das meine, wenn ich sowas mache, das ist einfach so, dass ich einfach so in Fights irgendwie so voll aufgeregt bin und das halt einfach damit überspiele, dass ich sage, hey, krass, wie heftig ich ihn gekillt habe oder sowas und mich halt einfach selbst so ein bisschen feiere, wenn ich irgendeine coole Aktion gerade mache, wenn ich irgendwie jemanden auf eine große Distanz töte oder so. Aber so, ich halte mich jetzt mit Abstand nicht für den besten Spieler oder so. So zum Beispiel, gegen wen ich kein Land sehe, so kann man sagen, ist auf jeden Fall Verium Place, der ist richtig gut im PvP. Dann habe ich auch schon mit Stegi meine Runde gespielt. Er ist auch natürlich, das weiß ja glaube ich jeder, ist ja kein Geheimnis, dass er echt gut ist im PvP. Und ich würde mich also niemals als einen besseren Spieler als einer dieser da, als einer derer bezeichnen, weil ich einfach selbst nicht finde, dass ich mehr Skill habe oder so. Und deshalb würde ich es auch einfach nicht sagen. Und ich finde es deshalb auch ein bisschen blöd, wenn Leute den Eindruck haben, dass ich so arrogant bin und so, obwohl, ja, ich selbst... Oh Gott! Fuck! Was war das für ein Pech? Okay, das ist ein Delfin, das ist ein Delfin. Wir müssen ihn jetzt töten, bevor er irgendwo ins Wasser kommt. Okay. Ich glaube, wir haben ihn gut gehittet. Oh Gott, das laggt gerade. Doof, jetzt hat es mitten im Fight gelaggt, aber den hier kriegen wir noch. Komm schon. Okay, sehr gut. Den Dia will ich unbedingt haben, natürlich. Komm schon. Komm schon. da. Okay. Das ist so unglaublich schwierig, beim Zocken zu labern. Ich möchte jetzt auch darauf achten, jetzt im Video nicht so anzufangen, wie derjenige, der den Kommentar geschrieben hat, es nicht gern will, nämlich mich so krass zu loben oder so. Aber, ja, es ist einfach so meine Art, dass ich, wenn ich irgendwas Gutes reiße oder so, dann sag ich so, boah, heftig und so. Ich finde, deshalb bin ich nicht direkt eingebildet oder so. Aber, ja, ich muss den jetzt erstmal killen, okay. Also ich finde allerdings, also ich finde wirklich nicht, dass ich jetzt ein schlechter Spieler bin oder so. Ich finde schon, dass ich nicht ganz schlecht bin und deshalb sage ich das vielleicht auch manchmal. Aber ich bin jetzt wirklich nicht so krass eingebildet, wie manche das irgendwie finden oder zumindest sagen. Ich weiß nicht, ob die dann wirklich denken, hey, der ist krass eingebildet und der denkt, der hält sich für den Besten und sagt immer, dass die anderen schlechter sind als er. Sowas finde ich eigentlich echt schade, wenn Leute das denken. Weil ich finde gar nicht, dass ich so krass bin. Ich weiß auch, dass es wirklich Leute gibt, die mehr Skill als ich haben, aber ja, okay. Gut, gegen den hier muss ich jetzt zum Beispiel mal fighten, der ist ein Kangaroo. Und okay, sehr gut. Lustig, dass ich jetzt gerade gewinne, passt gut zum Thema. Jetzt kann ich mal ein bisschen chillen, aber ich glaube, er kommt näher. Ich werde es auf jeden Fall zu Ende erzählen, vielleicht kill ich den anderen erstmal. Oder probiere es, ich will ja nicht zu arrogant klingen. Nee, also auf jeden Fall Respekt an dich, Cheeseburger, dass du den Kommentar so sachlich formuliert hast und nicht irgendwie
gesagt hast, hey, du Arschloch, du hast mein Kumpel beleidigt, ich hasse dich, fick dich, was weiß ich was. Okay, er wusste nicht, dass ich auch Dings bin, dass ich auch Bomber bin, deshalb bringt ihm das mal nicht. Okay, GG. Nice, das war die Runde. Jetzt kann ich mal ein bisschen in der Lobby rumlaufen und Antworten geben auf den Kommentar. Es kam ja noch ein zweiter, den ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe. Die Runde war auf jeden Fall nice. Falls euch das jetzt nicht mehr weiter interessiert, was ich dazu sagen möchte, könnt ihr einfach, weiß nicht, abschalten oder so, wie ihr halt Bock habt. Vielleicht gehe ich gleich auch nochmal in eine Runde rein danach, wenn ich noch Zeit habe. Okay. Ich gehe vielleicht einen Tag früher zu Francesco, lese ich gerade. Cool. Also, alles klar. So, also ich bin darauf eingegangen, dass er gesagt hat, dass ich seinen Kumpel Hurensohn genannt habe, was als Zusammenfassung jetzt nochmal nie so wirklich gemeint ist. Und ihr könnt übrigens jetzt mir in die Kommentare schreiben, findet ihr es cool, wenn die Facecam so nah dran ist? Oder mögt ihr es lieber, wenn sie ein bisschen weiter weg ist? Okay. So, zu diesem Arroganzsein habe ich auch etwas gesagt. Achso, zu diesem, dass ich was dazu verdiene. Es denken ja wirklich oft Leute, dass Menschen, die YouTube machen, krass viel verdienen. Ihr könnt ja mal auf Social Blade gucken und dann schaut ihr euch den kleineren Wert an, also von den beiden. Der kommt dem, was man verdient, schon sehr nah. Und bei mir sind das vielleicht 80 Euro oder 90 Euro oder so, was echt nicht viel ist. Also mit der Zeit, die ich in YouTube stecke, so am Tag ein, zwei Stunden, könnte ich wirklich bei weitem... Also in der Zeit könnte ich bei weitem mehr verdienen. Da könnte ich einfach zu meinem Vater in die Firma gehen und sagen, hey Papa, gib mir mal ein bisschen was zu arbeiten, ich möchte mir ein bisschen Geld verdienen. Dann würde ich wahrscheinlich in der Zeit würde ich wahrscheinlich das Dreifache, Vierfache verdienen. Also es ist wirklich nicht so, dass ich krass viel damit verdienen würde. Ich mache das schon für euch Zuschauer und nicht um irgendwie finanziellen Profit oder sowas daraus zu schlagen. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall auch mal gesagt haben, weil ich mag das nicht, wenn Leute sagen, hey, du bist nur auf Geld aus und so. Im Livestream habe ich mal gesagt, ey, komm, klick mal auf die Werbung und so, aus Spaß halt ganz einfach. Ein paar Leute haben das auch verstanden, aber gab auch wirklich viele, die gesagt haben, ey, du bist voll geldgeil, sagst, wir sollen nur auf die Werbung klicken und so. Also mit dem letzten Livestream, ich glaube, Twitch ist da nicht so eng mit dem, was man verdient und so. Mit dem letzten Livestream habe ich, glaube ich, 3 Euro verdient, also bitte, bevor ihr sowas schreibt, macht euch mal ein bisschen Gedanken, weil... Ich meine, ob ich jetzt 10 Cent mehr kriege oder nicht, das macht auch keinen Unterschied. Weil, ja, das ist wirklich, wirklich nicht krass. So, damit bin ich auf alles eingegangen. Dann hat jetzt jemand anders geschrieben, dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte. Okay, ich bin selber der Meinung, ich habe das Gefühl, dass er so ziemlich jeden Spieler grundlos beleidigt. Traurige Sache, wenn YouTuber so arrogant werden wie er, obwohl er noch kleiner auf YouTube ist und hochgepusht noch dazu. Also... An dich kann ich jetzt mal als einer, der jeden beleidigt, guten Herzens sagen, du bist ein... Nein, ich sag's nicht, natürlich. Das ist einfach... Keine Ahnung, sein Kommentar ist wirklich ein bisschen stupide, weil erstmal sagt er, ich möchte nur verdienen mit meinen Zuschauern. Ich habe euch gerade eben schon erläutert, so was ich in etwa verdiene. Genau, darf ich natürlich nicht drüber sprechen. Aber einen groben Betrag habe ich euch genannt. Und dass das nicht sinnvoll ist, damit Geld zu verdienen in meiner Größe, wäre damit schon mal geklärt. Aber dann kommt die Sache, die mich wirklich ein bisschen abfuckt daran. Er schreibt, hochgepusht noch dazu. Wenn ich als erstes gelesen habe, habe ich mir gedacht, ey komm, willst du bitte sterben gehen? Wahrscheinlich ist er jetzt so ein Hater und so, nachdem er dieses Video gesehen hat, aber ich habe seinen Namen nicht erwähnt und so, aber Unspaß, ich sag jetzt einfach mal, was ich denke, weil ich finde es richtig unmöglich, was er da schreibt. Er sagt zum Beispiel, dass ich nur hochgepusht bin. Er redet bestimmt davon, dass ich am Anfang so viel mit Concrafter gemacht habe und durch ihn echt einen Haufen Abos bekommen habe, aber du musst dir mal überlegen, ich bin jetzt seit mehr als einem halben Jahr, glaube ich, auf YouTube und mit Concrafter habe ich aktiv die ersten ein, zwei Monate was gemacht. Seitdem ist vielleicht, ich weiß nicht, sind vielleicht 5 Videos mit ihm gekommen, weil er wirklich wenig Zeit hat und so. Und er sagt einfach, ich bin hochgepusht. Ich glaube, über Concrafter habe ich jetzt so mit diesem Anfangspush, was echt ein Haufen ist, 15.000 Abos oder sowas gemacht. Aber seitdem habe ich wirklich jeden Tag mindestens ein Video gemacht im Durchschnitt, wenn man sich mal meine Statistiken anschaut. Jeden Tag ein Video, ohne dass ich davor irgendwie Erfahrung auf YouTube gemacht hätte oder sonst was. Und ich habe wirklich jeden Tag ein Video gemacht und er sagt, ich wäre nur hochgepusht und für mich hört sich das an, als hätte ich mir es damit dadurch nicht verdient.
dass ich so viele Abonnenten habe. Und da soll er sich einfach mal geben, ich gehe nochmal in eine Runde Ender Games, auch wenn ich dann nicht so gut reden kann, soll er sich einfach mal überlegen, ja, was er da überhaupt sagt, dass ich mir jetzt mit 42.000 Abos mich von 45.000, von 15.000, sag ich mal, selbst hochgearbeitet habe, dass er dann sagt, ich wäre ja nur hochgepusht und so, weil irgendwie ist ja jeder YouTuber gepusht. Ungespielt hat am Anfang was mit Concrafter gemacht, Broken Thumbs haben am Anfang was mit Ungespielt gemacht. Ja, es ist einfach immer so. Jeder YouTuber hat irgendwo seinen Anfang, weil man kann auf YouTube nicht ohne weiteres erfolgreich werden. Und man braucht einfach so jemanden, der einem unter die Arme greift am Anfang. Dafür bin ich Luca auch echt dankbar, dass er das bei mir gemacht hat. Und ja, also diese Sache hochgepusht, das Wort allein ist wirklich ziemlich, ja, dumm, finde ich. Oh, jetzt habe ich kein Kit ausgewählt und bin Mario geworden, oh nein. Und er schreibt einfach darunter noch, das fand ich dann wirklich schon ein bisschen lächerlich. Wir könnten ihn auf YouTube sogar melden, wegen hasserfüllter Inhalte. So, du sagst, ihr könntet mich melden, dann wegen der hasserfüllten Inhalte. Was er damit wohl meint, ist, dass ich mal zu irgendjemandem so, wie ich schon gesagt habe, im Spaß mal irgendwie so, so, ey du Hurensohn, komm verpiss dich oder sowas gesagt habe. Ich meine sowas nie ernst, da habe ich ihm sogar geschrieben, er hat es nicht eingesehen. Ich meine sowas nie wirklich ernst. Und er schreibt das einfach ganz überzeugt und meint, ja komm, wir können ihn sogar melden. Ich meine ganz ernst, meld mich auf YouTube, aber dann meld am besten mit mir, am besten noch Broken Thumbs TV und so. Einfach alle Leute, die mal ein paar Worte benutzen, die man vielleicht nicht so unbedingt sagen sollte. Meld die am besten alle und dann kannst du sehen, wie viele YouTuber noch übrig sind, wenn du die alle meldest. Viel Spaß dann auch dabei. Aber nee, ganz ehrlich, das ist einfach, ich weiß nicht, das ist etwas unüberlegt, finde ich, was er da schreibt. Er sagt, er möchte mich melden, weil ich ab und zu mal sowas sage. Dann muss er sich einfach mal überlegen, wie viele YouTuber das machen. Das ist einfach ja irgendwie doch ein bisschen auch Unterhaltung, sowas mal zu verwenden. Solche Wörter. Und deshalb kann er einfach nicht erwarten, dass Leute, die sowas sagen, tatsächlich von YouTube, naja, man sagt ja nicht gebannt werden, aber halt irgendwie blockiert werden oder so. Aber gerne, du kannst mich melden, wenn du Lust hast, dann viel Spaß dabei. Ich glaube allerdings, dass du nicht allzu viel Erfolg dabei haben wirst. Und ja, so viel dazu. Und ja, die Runde werde ich auf jeden Fall jetzt noch fertig spielen. Ich finde es, wie gesagt, echt ein bisschen, ja, ein bisschen schade, dass Leute mein Stil, meinen Humor und so einfach so falsch verstehen und ups, und dann denken, dass ich so ein schlechter Mensch bin und so, weil ich bin einfach nicht so jemand, der irgendwie ja, asozial ist oder so. Ich habe es auch schon oft gesehen, mein Bruder SK hat mich auch oft schon so in den Kommentaren verteidigt, was ich auch voll cool von ihm finde. So. Dann hat sie gesagt, hey Jungs, wie könnt ihr sagen, dass Max asozial ist oder eingebildet oder so, ihr kennt ihn ja gar nicht. Und das finde ich auch echt cool von dir, Seppel, SK, ihr wisst. Weil er kennt mich halt schon gut und weiß, dass ich wirklich kein Mensch bin, der total eingebildet ist. Er meint auch immer so, ja, wenn man sich so umschaut bei den YouTubern, wie viele gibt es da, die jetzt irgendwie zum Beispiel ohne weiteren Grund einfach so ein Verium Place oder so mal pushen. Und ich mache wirklich viel mit kleineren YouTubern. Und da kann man mir wirklich nicht vorhalten, dass ich jetzt irgendwie arrogant bin oder sonst irgendwas, was er jetzt da geschrieben hat. Und ja, er sagt auch, meine Zuschauer wären mir egal und ich würde nur auf das Geld achten. Das wiederholt sich eigentlich alles, aber er hat es einfach nicht eingesehen. Ich habe es ihm erklärt, habe gesagt, das macht keinen Sinn, was du sagst. Ich könnte viel mehr Geld verdienen, aber er sagt so, komm Junge, halt's Maul und ich würde hier einfach nur Mist reden und alles. Und den hier müssen wir jetzt klatschen. Okay. Oh, oh. Alter. Und. Okay, er ist nice. Er ist nice. Er ist tot. Oh, fünf. Fünf Dias. Das sieht man doch gerne. Ja, nice. Gut, dann packen wir das mal hier hin. Ich muss mich wieder ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Also, wie gesagt, ich bin kein eingebildeter Mensch, kein arroganter Mensch. Und deshalb finde ich es ein bisschen schade, wenn mir das sozusagen vorgehalten wird, dass ich wohl so jemand sei, was einfach nicht stimmt. Und das möchte ich auf jeden Fall gesagt haben. Ich bin wirklich nicht arrogant. Ich bin auch oft einfach mal, wenn ich irgendjemanden so sehe, dann labere ich so mit dem, mit Typen, schreibe ich einfach im Chat, was andere YouTuber gar nicht machen. Die antworten einfach nicht,
wenn man im Chat schreibt, natürlich, ich antworte nicht immer, aber zum Beispiel während der Aufnahme kann ich einfach nicht antworten, weil ich mich da nicht konzentrieren kann. Ich antworte nicht immer, aber ich antworte verhältnismäßig doch, glaube ich, wirklich oft auf Zuschauerfragen so in den Runden. Aber was mich halt teilweise wirklich anpisst, ist, wenn Leute schreiben, Krani Aufnahmen und so, weil dann denke ich mir immer so, ja cool, ihr freut euch hier überhaupt nicht, dass ihr mich trefft, sondern ihr wollt einfach nur in der Aufnahme sein und auf YouTube sein und so. Und das finde ich dann auch ein bisschen schade. Aber ja, insgesamt bin ich eigentlich, glaube ich, wirklich ein YouTuber, der jetzt nicht so krass abgehoben ist oder so oder arrogant ist. Und deshalb finde ich es einfach schade, dass Leute das gerade bei mir schreiben, weil ansonsten sehe ich das wirklich nicht oft, dass Leute schreiben, hey, du bist voll arrogant und so. Mal gucken, wie lange nehme ich schon auf. Oh Gott, 20 Minuten, nach der Runde ist wirklich Schluss, meine Freunde. Aber ja, das musste jetzt mal gesagt werden, Real Talk-mäßig. Ich hoffe auch, dass ich das jetzt in angemessener Form gesagt habe und nicht wieder Leute schreiben, hey, du bist voll das Arschloch, warum beleidigst du deine Zuschauer so oder so. Das ist ein bisschen doof, wenn Leute sowas schreiben. Aber ja, aber es kommt halt schon vor. Das ist auch gar nicht falsch, dass ich mich mal ein bisschen feiere. Aber arrogant bin ich deshalb trotzdem lange nicht, würde ich sagen. Aber wenn mir halt was Gutes gelingt, sage ich auch mal, ja, yo, geil und so. Und feiere mich halt dafür ein bisschen. Aber ich finde eigentlich auch nicht mehr und nicht weniger als andere YouTuber. Okay, der muss sterben. Komm, stirb. Och, fall doch nicht da runter. Okay, probieren wir dieses Ding, MLG. Oh, perfekt. Hui, haben wir es geschafft. Oh, doch, wir haben es geschafft. Sehr gut. Jetzt haben wir noch ein Gia-Schwert. Und haben diese... Ich finde es immer cool, wenn ich diese MLG-Sache schaffe. Ansonsten, wenn ich jetzt gerade nicht dieses Thema angesprochen hätte, hätte ich gesagt, Alter, geil, ich habe es geschafft. Und so hätte mich einfach dafür gefeiert. Aber dann wären bestimmt wieder irgendwelche Menschen gekommen und hätten gesagt, oh mein Gott, wie eingebildet du bist und so. Aber ich weiß nicht, findet ihr es schlimm, wenn ich jetzt gerade eben in dem Moment gesagt hätte, Alter, geil, ich habe es geschafft und so und mich dafür gefeiert hätte. Fändet ihr das dann wirklich schlimm? Und würdet ihr sagen, hey, du bist voll arrogant, voll eingebildet und so? Weil das finde ich einfach ein bisschen übertrieben, wenn man das aus so einem Grund sagt. Naja, ich habe es jetzt mal nicht gemacht. Wenn ihr es doof findet, schreibt es jetzt in die Kommentare und ja. Also, bin ich unter Wasser? Über mir ist... Okay. Frecke Situation. Okay. Oh, wir haben nichts, womit man sich ein bisschen was Gescheites machen könnte. Naja, komm schon. Okay, da ist die Werkbank. Wo ist der nächste Spieler? Das hat noch ein bisschen Abstand. Sind das alles Workbenches? Es ist verdammt dunkel, ich kann es echt nicht sehen. Ich glaube, da hat sich jemand auf Workbenches hochgesteckt. Alter. Kann ich die nicht abbauen? Ah, jetzt, yes, okay. Ich glaube, es hat einfach ein bisschen gebuggt. Ich kann mich nicht hochstecken. Mann, immer diese... Oh, danke schön. Danke, danke Gott. Immer diese Menschen, die Fallen bauen, finde ich richtig schlimm. Okay, Bomber. Achso, ich bin gar kein Bomber. Oh, da muss ich aufpassen. Nicht, dass mich irgendjemand anders in die Luft jagt. Immer diese Menschen, die Fallen bauen, hey. Richtige Hure. Nein, Spaß. Okay, die Runde wird jetzt echt lang. Oh, da hat sich jemand umgespielt, sein Haus gebaut. Cool. Oder... Oh, eine Falle. Interessant. Interessant. Die Sonne geht auch jetzt unter. Ich habe die Befürchtung, dass die Runde doch noch ein bisschen länger geht. Aber ja, gut, ist jetzt angesprochen, was ich sagen wollte. Jetzt konzentriere ich mich einfach aufs Gameplay. Oder ich scroll nochmal hier durch. Ich habe dann gesagt, wenn ihr wollt, kann ich mal ein Commentary darüber machen und so. Und dann habe ich alles erklärt, so wie ich es jetzt im Video gemacht habe. Und der Typ schreibt, im Ernst? Junge, mach mal deine Augen auf. Wir wissen, dass du YouTube nur wegen der Kohle machst. Hast du mal im Twitch-Livestream gesagt, wo eigentlich Werbung sein sollte? Och. Ihr könnt euch den Livestream übrigens noch offline anschauen, falls ihr euch selbst überzeugen wollt davon. Es hat vielleicht einen Eindruck gemacht, aber ich hatte dann schon mir gedacht, dass das einen Eindruck gemacht hat und habe dann gesagt, hey Jungs, ich mache natürlich nur Spaß. Mir geht es natürlich nicht ums Geld, wenn ich sowas mache. Wie gesagt, 3 Euro für den Livestream. Mir geht es natürlich nicht darum und habe das auch im Livestream noch gesagt. Also ihr könnt euch noch anschauen, der ging allerdings 4 Stunden oder so. Ihr könnt einfach das Ende anschauen
Und ja, so. Alles klar. Ups, den schaffen wir jetzt noch. Komm schon. Okay, was ist der? Känguru, wie es aussieht. Ach, Kängurus. Kängurus sind auch so Menschen. Das sind meine Liebsten. Oder ist der Delfin? Ich habe immer den Eindruck, sobald sobald ungespielt so ein Video macht, hier irgendwie Kangaroo oder sonst was, ist irgendwie der halbe Server auf Gamma HD genau die Klasse, die die ungespielt vorgestellt hat. Okay, nicer Fight. Ey, du bist voll arrogant. Nein, Scheiß. Also ich behandle das jetzt ein bisschen mit Humor. Es soll jetzt nicht unernsthaft klingen. Ah, nice, nerf gekillt. Hey, was war das denn? Ach, da ist ein Spectator genau vor mir und deshalb, ach, komm schon. Da war gerade ein Spectator genau vor mir, deshalb konnte ich die Dings nicht werfen, die Enderperle. Das ist jetzt echt XXL. War nicht so geplant. Wie weit sind wir jetzt? Scheiße, 25 Minuten. Ich mache immer nur so lange Videos, das guckt sich ja keiner zum Ende an. Ich hoffe aber, dass noch, dass ihr alle da dran geblieben seid, damit ihr halt auch einfach versteht, ja, was ich dazu sage. Zu diesen Vorwürfen, die mir da gemacht werden, dass ich ja so ein schlechter Mensch wäre und halt einfach nur auf Geld aus wäre und euch alle ausnutzen würde. Und ja, das hat mich halt echt so ein bisschen nachdenklich gemacht. Oh, komm schon. Hey, ich bin... Komm schon. Oh, Junge, was ein Glück. Das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich bin schon wieder in so einer komischen Falle. Aber es ist einfach. Ja, es ist einfach ein bisschen schade. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dass Leute sowas von mir denken. Weil ich, wie gesagt, kein Mensch bin, der jetzt irgendwie krass. Eingebildet ist. Oh. Ah, ich krieg Schaden. Ich sterbe. Alter. Was soll das? Fighter. Wieso diese Fallen? Mann. Okay, jetzt hatte ich Caps drin. Klingt jetzt ein bisschen aggressiv. Ah, jetzt ist er unten in der Falle gefangen, wie es aussieht. Ich weiß gar nicht, wie tief die unter die Erde ging. Aber es wäre natürlich cool, wenn wir jetzt diese Runde auch noch gewinnen. Übst eingebildet, Alter. Wie kannst du sowas nur sagen? Ich war nicht... Mich regt's auch auf. Ja, ich glaube, Fallen regen so ziemlich alle Leute auf, bis auf die diese machen. Und ja, also ist alles angesprochen jetzt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, beantworte ich euch die gerne in den Kommentaren, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe auch irgendwie eine Frage, weil ich gehört habe, dass bla 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 und... Dass wenn irgendjemand so meint, ich wäre irgendwie arrogant oder sowas, dann antworte ich euch gerne auf die Fragen, falls ihr den Eindruck habt, dass ich wohl so jemand bin, der wie lange ist wohl noch bis zum Deathmatch? Dann mache ich mir einfach ein bisschen Ausrüstung hier und komme herunter zu dem Kollegen. Aber das ist natürlich doof, wenn wir so auf so nächster Nähe kämpfen. Naja, okay, jetzt wurden wir getauscht. Warum baue ich so lange ab? Ich frage mal, ob wir fair kämpfen, einfach wenn ich hier oben bin. Hä? Es funktioniert einfach nicht. Ach komm schon. Ich verstehe es nicht. Jemand schreibt noch XDDD. Sowas finde ich richtig unsportlich, wenn jemand schreibt. Lukas muss nicht sein. Na egal. Okay, ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Ich habe hier oben den Block abgebaut, also hätte ich eigentlich hochschwimmen können müssen. Aber hat wohl nicht so geklappt, wie ich wollte. Wie auch immer, schade, dass ich die Runde jetzt nicht gewonnen habe. Da hätte ich das Video nicht ganz so lange machen müssen. Halbe Stunde war es jetzt insgesamt. Also nochmal alles in allem. Ich bin mit großer Sicherheit kein eingebildeter Mensch oder irgendwie sonst was. Und deshalb finde ich es einfach schade, wenn Leute sowas schreiben. Ja. Na gut, also ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss. Ich mache das Video jetzt aus.